Gibt es in unserem Land, in unserer Kultur eine wirkliche Sehnsucht nach Schönheit? Gibt es eine Sehnsucht und ein Verlangen nach Werken, die die Seele des Menschen befrieden? Gibt es das? Gibt es ein Verlangen und eine Sehnsucht nach Erfahrungen, nach Kunstwerken, die den Menschen innerlich erheben? Ich würde sagen, nein, da sind wir noch nicht. Ich glaube aber, dass wir dahin gelangen können. Es geht nicht darum, den Mensch wieder funktionierbar zu machen, so wie es die Transhumanisten in auch der Planung, den Tod irgendwann zu überwinden, in ihrer ganzen Hybris verfolgen, sondern es geht darum, dass wir wieder in die Emotionen kommen. Wir leben in einem entseelten System. Und die Menschen spüren das. Es ist also eine große Sehnsucht, die wir durch diese Krise noch mal sehr extrem erfahren, eine Sehnsucht nach Veränderung auf diesem Zustand. Unser in der Welt sein muss sich grundlegend ändern, aber nicht als Postulat, sondern es muss aufsteigen in dem Einzelnen, der verstehen kann, dass er anders in der Welt ist, als dies hier offiziell angenommen wird. Und dass es keine Phantasmagorie ist. Also deswegen sage ich, ein geistig-kosmisches Wesen, der Mensch ist ein geistig-kosmisches Wesen, nach meiner Überzeugung. Und da hat er seine Würde. Und wenn man das nicht berücksichtigt, nur immanent auf die Erdoberfläche bezogen, wird es nicht gehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Kosmos sich unserer schämt und dass der Kosmos leidet unter dem, was hier geschieht auf dieser Erde. Dass diese Erde ein Missklang geworden ist in der Harmonie der Sphären. Und das sind wir. Es kann keiner von uns sagen, sozusagen, ich bin daran nicht schuld oder ich habe damit nichts zu tun. Weil wir sind alle Kunden und Klienten des Systems, was uns das Ganze möglich macht. Also von Latte Macchiato bis zu Flugtaxis. Die ganze Geschichte. Also wir sind alle betroffen und es ist insofern die Lage, in die wir geraten sind, eine Schicksalsfrage an uns. Und was jetzt aussteht, ist unsere Antwort. Ich kann nur wünschen, dass es eine Antwort ist, die von Liebe getragen ist und von Dankbarkeit und von Einsicht. Das ist zu wünschen.